always on top, alright. Oh yeah, I wanna know you tonight. I wanna be the one to surprise you. Wake you up in the morning. I wanna be the one that you call in. Es gibt ganz viele Fitness-Snacks, es gibt Essen, es gibt aber auch Geräte wie Gesichtsreinigungsbürste, die ich auch heute zeige. Es gibt Technik, es gibt Sporttaschen, es gibt Kleidung, es gibt alles beim Process. Und ich liebe es wirklich und ich habe einen dauerhaften Rabattcode für euch. Der ist immer gültig und um 40 Euro bekommt ihr sogar Geschenke dazu. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit dem Video. Und ich habe ja gerade von der Gesichtsbürste geredet und das ist sie. Und die verwende ich wirklich täglich. Sie ist so angenehm. Sie hat 6 verschiedene Stufen. Die kann man dann so einschalten und ich lieb's. Dann, was ich mir jetzt auch neu geholt habe, sind diese coolen Kopfhörer hier. Die verwende ich jetzt immer zum Videoschneiden und da gibt es eben auch eine Tasche dazu. Und die finde ich einfach super praktisch. Auf Instagram habe ich es euch auch schon öfter gezeigt, und zwar diese Sleep Better Kapseln. Da ist Melatonin drin und von Melatonin wird man nicht abhängig oder der Körper gewöhnt sich auch nicht daran. Das heißt, man kann sie wirklich täglich nehmen. Das sind so kleine Kapseln und die verwende ich jeden Abend vorm Abendessen. Also kurz vorm Schlafengehen. Ich esse kurz vorm Schlafengehen. Dann habe ich mir auch diese Geldbörse hier geholt und ich fand die Farbe einfach so schön. Die musste ich unbedingt bestellen. Und dann habe ich mir auch so ein Detox Super Mix Pulver bestellt. Das ist vegan und da sind ganz verschiedene Sachen drin, die halt wirklich richtig gut sind. Es sind Leinsamen drin, das ist ja mega gut für die Verdauung. Es ist Spirulina drin, kann ich euch echt empfehlen. Hat wirklich super viele Nährstoffe und Vitamine. Und genau, alle Produkte sind natürlich auch in der Infobox verlinkt. So Leute, Process hat mega geile neue Klamotten. Ich sag's euch, die sind so unfassbar schön. Ich habe so viele bestellt. Ich glaube, ich mache auch mal wieder ein eigenes Sportklamotten-Process-Haul. Und ich freue mich so, die anzuziehen. Ich würde sie am liebsten heute anziehen bei meinem Freund im Gym. Aber er möchte lieber laufen gehen. Also kann ich sie nicht im Gym tragen. Und schaut euch an, wie wunderschön die einfach ist. Die ist so lila, die ist einfach, die kommt zu einem Gymshark-Outfit wirklich ganz, ganz nah. Sie ist so wirklich dehnbar. Ich kann mir vorstellen, dass die einen super Po zaubert und die Farbe ist unglaublich schön. Ich meine, wie schön ist die? Die ist wirklich unfassbar schön, Leute. Dann geht es auch gleich mit meinen Basics weiter und zwar hier mit meinen Zero Cookies. Ich bestelle mir da immer eine ganze Packung und habe mir diesmal auch extra welche bestellt, weil ihr bekommt beim Process, wenn ihr was kauft, Punkte und die könnt ihr dann auch einlösen. Das ist so wie echtes Geld und da habe ich mir jetzt auch mit diesen Punkten die noch dazu gekauft. Und meine Lieblingsgeschmackssorte, wie ihr hier sehen könnt, ist Cookie. Und ich sage es euch, bitte, bitte, bitte bestellt sie euch in Cookie. Die sind ein Traum, diese. Ich liebe sie. Und ein Favorit, der auch niemals fehlen darf, ist mein veganes Proteinpulver im Geschmack Cookies and Cream. Es ist so gut. Ich habe wirklich, ich habe es euch schon so oft gezeigt, aber kein veganes Proteinpulver hat mir so, so gut geschmeckt. Normalerweise sind die immer so sandig und so ekelhaft, aber das hier ist wirklich Bombe. Wenn wir schon bei meinen Basics sind, geht es auch gleich weiter. Und ich habe mir hier auch wieder meine Instant Oats bestellt. Das sind geriebene Haferflocken. Also einfach Haferflocken zermahlen im Cookie-Geschmack. Und das ist das Geile dran. Damit backe ich Bananenbrot. Ich backe generell ganz viel damit. Man kann es wie Mehl einsetzen einfach. Man kann es auch im Porridge, in Smoothies, im Topfen. Man kann es überall verwenden. Es ist wirklich super, super geil. Eine tolle Kohlenhydratquelle und einfach auch ein gesunder Mehlersatz. So, da wir immer noch bei meinen Basics sind, die wirklich immer dabei sind, sind wir auch hier wieder bei diesen Riegeln hier. Und das sind die Diet Bars. Die habe ich auch in Cookie-Dough-Geschmack und die sind auch wirklich unfassbar gut.
Dann ein neues Produkt, was mich mega interessiert hat, ist Yeast, Nutritional Yeast. Das sind Hefeflocken. Die normalen Hefeflocken sind richtig, richtig gesund und haben so einen leicht käsigen Geschmack. Ich habe mir die auch im Bacon bestellt und hier in Chicken Flavor, absichtlich im Fleischgeschmack, weil ich einfach wissen wollte, wie das schmeckt. Und ich habe gestern Bacon als Abendessen probiert. Also einfach aufs Gemüse gestreut und Bacon ist so ein rauchiger Geschmack und ich mag diesen Barbecue-rauchigen Geschmack eigentlich nicht so. Aber für alle, die das mögen, kann ich mir vorstellen, ist das richtig gut. Generell ist Yeast, also Hefeflocken, richtig gesund. Ich werde jetzt heute, denke ich, noch mit meinem Freund den Hühnergeschmack testen. Es ist dennoch vegan, es ist wirklich nur der Geschmack. Und ja, bin gespannt, ob mir die Hühner besser schmecken, aber beim Bacon war halt echt dieser rauchige Barbecue-Geschmack dabei. Dann habe ich mir hier einen Recovery-Shot bestellt. Das sind BCAAs drin, kann man nach dem Training trinken, zur Regeneration. Und Energy-BCAAs, wo einfach Kaffee drin ist. Und das ist so ein kleines Pre-Workout mehr oder weniger. Also kann man vom Training trinken, man hat ein bisschen mehr Energie, mehr Leistung und genau. Dann habe ich mir auch Energy Gummies bestellt, die, dachte ich mir, sind auch vielleicht ganz gut so zwischendurch während der Arbeit oder auch vom Training. Da ist nämlich auch ein bisschen Koffein drin, hat auch Vitamine drin und ja, einfach so zum Kauen zwischendurch. Etwas, was ich mir auch neu bestellt habe, was ich richtig cool finde, es gibt jetzt auch wirklich Vakuum-Aufbewahrungsbehälter, was ich top finde, weil ich habe immer Angst, dass Ungeziefer in meiner Küche ist. Und das ist Vakuum, der passt in 500 ml rein und ist einfach perfekt. Dann, was auch neu ist, sind diese H2O Burn. Da ist Carnitin und Koffein drin und Vitamin B6, B12, ganz viel anderes im Orangengeschmack. Das gibt man einfach ins Wasser. Ist wie ein Wasser ohne Kalorien, aber mit halt eben Geschmack. Also ein Sacker mit 750 ml Wasser vermischen und das soll halt, ja, die Fettverbrennung anregen eben. Und es ist eben auch Koffein drin, was ja auch als kleines Wachmacherwasser mehr oder weniger dient. Dann habe ich mir auch wieder meinen geliebten Booster hier bestellt. Das ist der Big Shot. Und diesmal habe ich mir einen anderen Geschmack bestellt und zwar Orange Spark Flavor. Trinkt man vom Training. Ich trinke es nicht jedes Training, meistens so vom Beintraining. Dann habe ich mir hier auch wieder einen Zero Shake bestellt im Salted Caramel Geschmack. Das ist einfach ein Proteinshake mehr oder weniger. Der kalorienarm ist, pro 100 ml 35 Kalorien und Salted Caramel. Und für unterwegs habe ich das total gerne, diesen Protein Porridge. Das ist im Golden Syrup Geschmack, da ist kein zusätzlicher Zucker drin, das sind einfach Haferflocken und dann steht hier, bis daher füllt ihr einfach heißes Wasser an, dann lasst es kurz quellen und dann habt ihr ein richtig geiles Porridge für unterwegs. Ich nehme das total gerne in der Arbeit mit, wenn man mal keine Zeit hat zum Vorkochen. Ja, genau. Das war's auch mit dem ganzen Process Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen und es hat euch ein bisschen Inspiration gegeben. Genau, mein Rabattcode, wie ihr wisst, ist immer gültig. Und ja, falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Und ich würde mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!